Wir kommen jetzt zu Kapitel 7. Das heißt, ich und die anderen. Und in diesem Kapitel geht es um Spieltheorie. Und im ersten Abschnitt um das gewaltige Thema Eigennutz und Gemeinwohl. Also der Eigennutz. Die Tugenden verlieren sich im Eigennutz. Hat ein alter Franzose einmal gesagt, wie sich die Ströme im Ozean verlieren. Viele haben das festgestellt, meist nicht so schön, meistens mit Bedauern. Die Menschen sind selbstsüchtig. Zugleich aber sind die Menschen so sozial wie nur wenige andere Arten. Schon Aristoteles hat das gewusst. Er sah den Menschen als Zoon politikon und verglich seine Lebensform mit der von staatenbildenden Insekten wie den Ameisen oder den Bienen. Also das Verhältnis zwischen Eigennutz und Gemeinnutz, das ist ein Hauptthema der Philosophie geworden. Der Eigennutz hat also zum Beispiel im 17. Jahrhundert einen sehr schlechten Ruf gehabt. Der Mathematiker und Mystiker und Philosoph Blaise Pascal schrieb, wir sind von Geburt an ungerecht, denn jeder neigt zu sich selbst. Die Selbstsucht ist der Grund jeder Unordnung in Politik, Wirtschaft und so weiter. Und der Mathematiker, Staatsrechtler und Philosoph Thomas Hobbes behauptete in seinem Buch Leviathan, dass die Selbstsucht zum Krieg aller gegen alle führen müsse. Wenn es keine zentrale Obrigkeit gibt, um die Anarchie zu beenden, ist das menschliche Leben einsam, arm, böse, viechisch und kurz. Offenbar hatten der englische Bürgerkrieg und der Dreißigjährige Krieg ein düsteres Weltbild gefördert. Krieg alle gegen alle. Keine 100 Jahre später hatten die Philosophen der Aufklärung eine viel optimistischere Sicht der Dinge. Der Eigennutz bekam eine bessere Presse. Der schottische Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Adam Smith etwa vertrat die Auffassung, dass eine unsichtbare Hand die eigennützigen Bestrebungen des Einzelnen zum Guten, also zum Gemeinwohl, lenkt. Ich zitiere, indem er sein Eigeninteresse verfolgt, fördert er, also der Mensch, das Interesse der Gesellschaft oftmals wirksamer, als wenn er es absichtlich fördern will. Oder es ist nicht die Mildtätigkeit des Fleischers, des Brauers oder des Bäckers, von der wir unser Abendessen erwarten, sondern von ihrer Berücksichtigung der eigenen Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Menschlichkeit, sondern an ihre Selbstsucht und reden mit ihnen nie von unseren eigenen Bedürfnissen, sondern von ihrem Vorteil. Bereits vor Adam Smith hatte Voltaire in seinen Lettres philosophiques eine ähnliche Auffassung dargelegt. Ich zitiere wieder: Zweifellos hätte Gott auch Wesen schaffen können, die ausschließlich am Wohlergehen anderer interessiert sind. In diesem Fall würden die Handelsleute, dass die unsichtbare Hand nicht immer funktionieren kann, zeigt folgender einfache Versuch, wie er etwa in Labors für experimentelle Wirtschaftswissenschaften durchgeführt werden kann. Sie gehen in so ein Labor, gleich beim Eintritt erhalten Sie 10 Euro als sogenanntes Spielgeld. Es ist aber echtes Geld, gewissermaßen ein Honorar für Ihre Teilnahme an dem Versuch. Sie setzen sich in eine der Kojen, abgeschirmt von allen anderen, und sehen vor sich einen Bildschirm, der sagt, Guten Tag. Sie nehmen an einem Spiel teil, gemeinsam mit einem Mitspieler, den Sie nicht kennen und nie kennenlernen werden und der vielleicht auf der anderen Seite der Erdkugel sitzt. Sie haben die Wahl, auf C oder D zu klicken. Wenn Sie auf C klicken, verpflichten Sie sich, dem Versuchsleiter beim Verlassen des Labors
5 € zurückzugeben. Dafür wird der Versuchsleiter Ihrem Mitspieler 15 € zukommen lassen. Wenn Sie dagegen auf D klicken, dann geschieht das nicht. Sie haben 60 Sekunden Zeit, sich zu entscheiden. Sonst geschieht nichts, was dasselbe bedeutet wie eine Entscheidung für D. Ihr Mitspieler ist in derselben Situation. Das ist die einzige Wechselwirkung mit dieser Person. Es gibt keine weitere Runde und Sie werden nie erfahren, wer der andere ist. Wir selbst wissen es nicht. Die Uhr läuft, los geht's. So, also Sie können nicht wissen, wie die andere Person entscheidet. Andererseits kann auch die nicht wissen, wie Sie entscheiden. Wenn Sie auf C drücken, schenken Sie dem Mitspieler 15 €, aber das kostet Sie etwas, nämlich 5 €. Der Eigennutz diktiert da wohl dieser anderen, völlig unbekannten Person, nichts zu schenken. Also klicken Sie D. Wenn die andere Person ebenso handelt, dann gehen Sie beide mit dem ursprünglichen Honorar nach Haus und vermutlich beide mit dem Gefühl, eine Chance verpasst zu haben. Denn wenn Sie beide auf C geklickt hätten, wären Sie beide um 10 € reicher. Denn Sie müssten zwar 5 € an den anderen zahlen, aber würden 15 € von ihm erhalten. Also der Eigennutz hat Sie 10 € gekostet. Wenn da die unsichtbare Hand im Spiel war, dann hat sie nicht das Gemeinwohl gefördert. Vielleicht, so ätzte der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, ist die unsichtbare Hand deshalb unsichtbar, weil es sie gar nicht gibt. Übrigens, etwa 50% der Probanden klicken auf C. Das ist sehr erstaunlich. Die Frage ist, wie hätten Sie sich entschieden in dieser Situation? Es mag sonderbar klingen, aber dieses einfache Experiment hat einen mathematischen Hintergrund. Die zugehörige Mathematik ist erst in den 1940er Jahren entwickelt worden. Es ist die Spieltheorie, die Mathematik von Interessenskonflikten. Ihre Entstehungsgeschichte ist nicht uninteressant, besonders hier am Oskar-Morgenstern-Platz.